Heimkino-Fans, begrüßt mit mir den weltbekannten Meister der Beamerkunst, Ecki Schmidt. Ja. Hallo, lieber Ecki. Hi, Kai. Du bringst wie immer Zuschauer. Eine kleine Sensation. Genau, immer wenn ich auftauche, haben wir hier. Zu deinem haben wir eine grüne Kunststück, Decke. Das du ja heute machst. Ein Zauberkunststück hast du extra für uns eingeübt. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, was das sein wird. Genau, ich zauber hier Abracadabra. Dreimal. Schwarzer Kater. Oder so. Und ich würde sagen, lüfte doch mal das Geheimnis. Sieh, dass nichts runterfällt. So, aber da ist nicht das ganze Haus ab. Ein neuer Laser-TV. Ein neuer Laser-TV aus dem Hause Hisense. Hisense ist ja tatsächlich so die treibende Kraft hinter den Laser-TVs. Bringen auch am meisten Modelle raus. Das ist ja so ein Running Gag. Ein neuer Tag, ein neuer Hisense. Ich glaube, dieses Jahr werden sie auch wieder Gas geben. Und das ist der Anfang. Der PX3. Und das ist ein Schwert. Also PX3 müsste ja dann bedeuten drei Dinge. Genau. Aller mehr. Oder? Ja, er kann einiges mehr tatsächlich. Er ist ja der Nachfolger des PX2. Das ist jetzt nicht so schwer zu erraten. Der wiederum der Nachfolger vom PX1, weil die haben ja auch beide behandelt. PX1, das war einer der ersten bezahlbaren RGB-Laser-TV. Ja. Der war recht günstig und war auch, glaube ich, der erste Hisense, der, den haben sie ja nicht Laser-TV genannt, sondern Laser-Cinema, den man in der Schärfe anpassen konnte und kein Screen mitgeliefert wurde. Nicht? Ja. Dann kam der PX2, der hat dann Dolby Vision mitgebracht. Ja. Und jetzt kommt der PX3 und hier hat man jetzt tatsächlich, man sieht das schon auf den ersten Blick, komplett neu entwickelt, komplett neues Chassis. Und das ist schon bei der ersten Verbesserung optisch deutlich verbessert. Ich sag jetzt mal, wir haben hier einen gebürsteten Aluminium-Look. Genau, tatsächlich. Das scheint wirklich schwarz eloxiert oder sagen wir mal. Richtig Aluminium zu sein, ist kein Kunststoff, ist wirklich ein echter Aluminium-Deckel drauf. So. Wir haben hier ein, sagen wir mal, elegantes, kantiges, aber doch retro gestyltes. Genau, so ein bisschen retro, so ein bisschen 70er Jahre erinnert es. Die Farben wurden für Europa angepasst. Man hat das Gerät ja tatsächlich schon auf der Funkausstellung 2023 sehen können. Wir haben ein bisschen aufgepasst. Hisense hat den da tatsächlich aufgebaut. Da sah er auch schon so aus vom Chassis, hatte aber noch andere Farben. Also ich glaube, das sind auch die Farben, die in Asien verwendet werden. Der war hier vorne so Bronzefarben oder so Kupferfarben und ein bisschen Gold. Eher so bräunlich gehalten. Ja. Das ist hierzulande, glaube ich, dann nicht so beliebt. Deshalb hat man ihn hier etwas eingegraut. Wir sind mehr so die Grauen. Ich kann dir jetzt schon sagen, ja, das ist nicht das Einzigste, was Hisense verbessert hat. Nee, also das ist schon eine große Verbesserung. Denn der PX2 war ja nun wirklich nicht gerade eine Schönheit mit diesem komischen Spoiler. Ja. Und der war ja auch komplett so Kunststoff-Look. Das hat man jetzt hier verbessert, aber es ist nicht das Einzige. Tatsächlich, man hat das ganze Chassis neu konstruiert und praktisch in allen Belangen versucht, das Gerät zu verbessern. Also in allen Belangen heißt Helligkeit, Kontrast, Farben ja auch noch mal ein bisschen, obwohl das schwierig ist bei RGB-Laser, Ausstattung, Aufstellung. Aber man hat bei Hisense hat man ganz stark an einem Thema gefeilt und gebastelt und hat da jetzt wohl eine sehr, sehr gute Lösung gefunden, und zwar in Richtung Objektiv. Ja. Genau, also man hat den Abstand verkürzt. Genau. Das ist ja sehr wichtig bei einem Laser-TV. Je näher der an der Wand stehen kann, desto weniger Platz braucht man für das Lowboard. Das heißt, man kann ein schmaleres Lowboard verwenden oder man kann das Bild größer machen, weil man eben aus demselben Abstand größere Bilddiagonalen bekommt. Und der Vorgänger, der hatte ein Projektionsverhältnis von 0,25. Das ist ja immer im Verhältnis zur Bildbreite gerechnet. Und er hat ein Projektionsverhältnis von 0,22, das mal ein bisschen jetzt zu konkretisieren. Und ist auch relativ schmal gehalten in der Tiefe. Ja, richtig. Wenn man jetzt also zum Beispiel einen 100-Zoll-Screen nimmt, so wie den hier, das ist so diese Klassiker, 100 Zoll, 2,54 Meter Diagonale, dann braucht er, wenn man es ausrechnet, 7-8 Zentimeter weniger Abstand. Also so ein ganzes, das ist ganz schön viel, 8 Zentimeter, steht eher näher an der Wand. Und wie du gerade schon erwähnt hast, der ist auch noch nicht so tief. Das heißt, die Gesamttiefe von Wand bis zur Front des Gerätes ist erheblich verkürzt, deutlich unter 60 Zentimeter. Dann rücken wir jetzt doch nochmal auf die Schnelle mit den technischen Daten so ein bisschen raus. Wir haben ja auch einen SAT-Receiver wieder drin. Genau.
Genau, er hat jetzt einen Triple-Tuner sogar. Ne? Er kann Satellit-Receiver, Kabel-Receiver und DVB-T. Wir haben EARC, wir haben HDMI 2.1, genau. Wir haben 4K, wir haben RGB-Laser. Genau, RGB-Laser. Und diesmal heller. Also der PX2 war ja nicht der hellste auf dem Markt. Jetzt ist er 300 Lumen heller geworden. Der hat jetzt 2800 Lumen brutto, ist also heller geworden. Und vielleicht die wichtigste bildtechnische Verbesserung, er hat mehr Kontrast. Man musste sich bei Hisense immer entscheiden, nimmt man RGB-Laser, wie zum Beispiel PX2 oder L9H, der war ja dann noch viel heller, hatte auch RGB-Laser. Die haben die super Farben, aber die hatten meistens nur um die 1000:1 nativen Kontrast. Und die Laser-Phosphor-Geräte von Hisense, die hatten nicht die super Farben, weil es ist ja Phosphor, die hatten aber immer die 3000:1 nativen Kontrast. Genau. Jetzt fallen mir noch zwei ganz wichtige Punkte ein. Einmal haben wir mehr Kantenschärfe, wir haben einen höheren Kontrast. Genau. Und er hat jetzt auch die 3000:1, um das noch zu sagen. Ganz genau, das ist jetzt mal ganz wichtig zu erwähnen. Und sagen wir mal jetzt noch als Hauptpunkt neben der Schärfe ist natürlich ganz klar, dass man den jetzt bis zu 150 Zoll scharf stellen kann. Genau. Das konnte man ja vorher nicht. Richtig. Und ich glaube, ab 90 Zoll. Ja, 90, ja, wenn noch 90 Zoll macht, ich weiß nicht. Ne? Ich denke doch, ja. Ab von 90 bis 150 und das ist ja auch ein ganz großes Kriterium. Wir können es gleich, wenn wir ihn mal anmachen, zeigen. Die Vorgänger, die hatten ja auch immer so ein bisschen Farbsäume durch diese RGB-Laser-Engine. Genau. Das ist bei ihm jetzt auch, obwohl er weniger Abstand braucht, weg. Also nochmal, genau. Das ist. Und man sieht das auch, wenn man hier reinguckt, die haben das ganze Spiegelsystem komplett neu konstruiert. Also der ganze Lichtweg scheint komplett neu konstruiert zu sein. Sagen wir mal, der PX3, der ist ja bei uns jetzt hier für euch vorführbereit. Also auch wenn ihr jetzt vorbeikommen wollt, wir gehen zwar jetzt nochmal kurz über und zeigen auch nochmal hier ein paar Bilder. Genau. Ich habe jetzt hier noch eine kleine Demo, die können wir mal drüber laufen lassen, dass man da ein Gefühl bekommt. Aber erleben, persönlich erleben könnt ihr das bei uns hier vor Ort. Richtig. Würde ich persönlich als Journalist auch immer empfehlen, auch wenn ich Geräte empfehle im Test und so weiter. Und natürlich kann man mir 100% vertrauen. Aber es ist trotzdem immer besser, so ein Gerät selber mal gesehen zu haben. Denn der Seeeindruck ist manchmal immer noch ein bisschen anders, auch zwischen den Geräten. Und dem einen gefällt das besser, dem anderen das. Oder man sieht auch, was man so erwartet und was dann die Realität widerspiegelt. Und last but not least, es gibt ja auch noch verschiedene Screens zur Auswahl. Ganz bei dem Gerät ist ja kein Screen mehr dabei. Zum Glück verabschiedet sich Hisense langsam so von dieser Politik, dass ein fester Screen immer dabei sein muss. Denn man kauft dieses Gerät ohne Screen und dann hat man hier CLR-Screens oder Fresnel-Screens oder könnte theoretisch, wenn man tagsüber nicht nutzen will, sogar einen weißen Screen nehmen, wenn man ihn wirklich nur für Heimkino benutzen will. Da hat man dann wirklich die Möglichkeiten und das kann man dann auch vergleichen. Man kann ja auch einen Pop-Up-Screen nehmen, man kann, was weiß ich, es gibt elektrische Leinwände, die von oben nach unten fahren, richtig, die man dann eigentlich wegfahren kann. Das ist dann auch super, das sind dann richtiges Lifestyle-Lösungen. Man hat da nicht mehr jetzt, sagen wir mal, eine Screen, die man dann letztendlich eigentlich gar nicht gebrauchen kann. Genau. Ja, weil man es einfach anders lösen wollte. Möchte. Richtig. Und ich würde sagen, dass das Video wieder nicht so lang wird. Machen wir jetzt. Sind wir hier unter Zeitdruck? Weil das ist ja so, weil die meisten sagen, kommt jetzt endlich mal zur Sache. Ihr redet immer so viel. Und deshalb würde ich sagen, kürzen wir jetzt hier mal ab. Ihr braucht doch Infos. Und kommt einfach vorbei, wenn ihr es sehen wollt. Aber jetzt gleich noch mal ein paar Bilder live. Ja, Ecki, jetzt haben wir den PX3 hier aufgebaut und der steht jetzt sehr nah an der Wand. Hier haben wir mal eine ganz spezielle Konstellation, ein richtiges Lowboard und einen richtig großen Screen. Wie groß ist der jetzt? 120 Zoll. 120 Zoll. Das ist ein CLR-Screen, also speziell für ein Laser-TV und elektrisch. Das heißt, bei Nichtgebrauch fährt der komplett ein wie eine Heimkinoleinwand. Dahinter kann man sonstiges Deko, Bild oder einen normalen Fernseher haben. Und wenn man den benutzt, dann hat man dieses wirklich riesige Bild und man sieht, wie wenig Abstand der Laser-TV, der PX3 hier braucht. Also da haben wir noch genug Spielraum und das sieht auch noch wirklich sehr elegant aus, diese genau. Lösung. Und hier haben wir jetzt ein Demo-Material von Hisense? Genau, das ist das Original Hisense-Material. Ja,
Und wir haben jetzt den normalen Bildmodus laufen, der geht farblich schon an die Grenzen. Man sieht das hier, ich glaube, das kann man auf YouTube gar nicht 1:1 abbilden. Auch hier am besten persönlich mal anschauen kommen, denn das sind schon extreme Farben, die wir jetzt hier auf dem Screen sehen. Laserrot, Laserblau und Lasergrün. Das ist schon. Ja, das ist schon abgefahren, ne, was man hier erlebt. Genau, das geht schon an die Wahrnehmungsgrenze wirklich. Also sehr beeindruckend, sehr hell, scharf bis in die Ecken. Das ist auch gut gemacht mit der mit dem Einstellmenü. Ja. Und keine Farbsäume mehr, wie schon gesagt. Und die Kontraste. Man sieht also hier tatsächlich, dass Hisense an den Kontrasten gearbeitet hat. Ja, und richtig. An der Schärfe an sich. Ja. Und die Optik gibt es wahrscheinlich jetzt her, dass diese Schärfe hier erreicht wird. Ja. Und auch der kurze Abstand. Und das Ganze wieder bei RGB Laser und bei BT2020. Ja. Man sieht, wir haben jetzt hier nicht abgedunkelt, ist jetzt nicht taghell, aber wirklich und guter Kontrast. Wir zeigen jetzt mal als nächstes, kannst du das mal das ist jetzt hier noch das Vida Betriebssystem, das ist jetzt Vida 7, was jetzt genau zu Vida 6 verbessert wurde, weiß ich jetzt auch nicht direkt. Aber es bleibt dabei, das ist wirklich das schnellste Betriebssystem, das man haben kann. Wenn man hier so eine App aufruft, dann geht das wirklich alles in Echtzeit. Ja, das ist verdammt schnell. Das ist wirklich verdammt schnell. Ach, schon sind wir in der Werbung. Man ist praktisch in Echtzeit in der Werbung. Ja. So, aber wenn man das hier, auch wenn man den Home-Taste drückt, sofort Netflix, dann ist alles unglaublich schnell. Das ist auf jeden Fall, ist das ein Riesenerlebnis. Auch im Hinblick, dass wir jetzt ja bis zu 150 Zoll Diagonale machen können, also von 90 bis 150. Genau. Und jetzt sind wir hier gerade mal bei 120 Zoll. Ja, richtig. Und da kann jeder erahnen, was da abgeht, ne? Wenn man so ein Bild hat. Ja, also wirklich schön perfekte eigentlich Kombination aus TV und Heimkino. Also meiner Meinung nach haben die Laser-TVs immer noch sehr viel Potenzial. Auch wenn die Fernseher größer werden. So eine Größe müssen wir auf dem Fernseher erstmal haben zu dem Preis. Von so einem PX3, der lag jetzt heute noch nicht fest. Der wird aber ein Fernseher kann ja nicht den Farbraum darstellen. Das kommt noch hinzu, RGB-Laser. Und wir haben hier augenschonendes, indirekt reflektierendes Licht. Ja, richtig. Also es spricht schon noch einiges für einen Laser-TV. Es ist natürlich eine Geschmackssache, aber das ist schon beeindruckend, was wir hier sehen. Ich werde jetzt nochmal die Jalousien mal hochmachen, damit man mal sieht, wie das bei Tageslicht aussieht. Okay. So, du kannst ja aber trotzdem mal in der Zwischenzeit. Okay, hier haben wir jetzt die Fenster direkt daneben. Ja. Genau. Und also, wir haben jetzt ja hier eine CLR-Leinwand. Ja. Da sieht man natürlich schon, CLR absorbiert von der Seite nicht so viel Licht wie eine Fresnel-Leinwand. Die würde jetzt auch das seitliche Licht noch besser absorbieren. Genau. Das ist dann die Alternative. Das heißt, wenn man ein helles Fenster seitlich hat, dann ist so ein Fresnel-Screen noch mal besser, weil er den Iggy, ich halte jetzt mal die Jalousie mal an und fahre die mal wieder zu. Ja. Dann haben wir aber die Hälfte, ist ja jetzt geöffnet. Ja. So, und jetzt haben wir praktisch indirektes Licht. Und ich denke, da lässt sich auch mit leben. Natürlich, wer die Kontraste auf maximal haben möchte, der fährt weiterhin wie gehabt einfach. Also verdunkelt im Prinzip das Fenster komplett. Ja, richtig. Ich meine, das wird man hier bei einem Fernseher auch machen. Ja, gut, natürlich hat ein Fernseher noch extreme Leuchtkraft, aber es spiegelt dann wieder und so weiter. Ich meine, das ist eine Geschmackssache. Aber so eine Bildgröße mit so einem Kinolook, das ist schon, und so einer Farbenpracht, ist schon momentan eine Klasse für sich eigentlich, meiner Meinung nach. Und auch noch zu einem so sehr günstigen Preis. Also wie gesagt, die UVP stand jetzt noch nicht fest, wird aber so um die 3.000 Euro sein bei dem Gerät. Mhm. Aber die Farben, die sind, wie gesagt, eigentlich einzigartig. Ja. Und immer wieder ein Erlebnis. Richtig. Und genauso langlebig wie ein Fernseher. Ne? Ja. 20.000, 30.000 Stunden. Und viel einfacher aufgebaut, viel einfacher. Ja. Gerade wenn man jetzt im Keller oder wenn man im ersten Stock, wie will man da einen 100 Zoll Fernseher, ist schon eine Problematik. Genau. Und wir haben ja nicht 100 Zoll, wir haben ja deutlich mehr als 100 Zoll. Ja, wir haben 120. Ja, genau. Gut, Eggy. Ja, also gelungenes Gerät, heller,
Kontrast stärker, bessere Ausstattung. Achso, die Fernbedienung können wir auch noch mal kurz zeigen. Die haben wir, glaube ich, auch nicht. Ist auch besser geworden. Auch mit Solar. Jetzt mit Solar. Kann man mal kurz in den Lichtweg halten, dann legt sie sich auf. Ja. Gut. Einfach mal liegen lassen und hinterher ist sie doch aufgeladen. Genau. Ja? Ja, also insgesamt sehr gelungenes Gerät. Würdiger Nachfolger. Und bei uns vorführbereit. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, macht einfach oder kommt einfach vorbei oder vielleicht besser vorher einen Termin machen und dann sind wir für euch da und dann kann man auch so ein Gerät mal gegen einen Mitbewerber sehen und genau. Dann selbst beurteilen. Oder auch gegen den Vorgänger. Den oder gegen ja, den Vorgänger. Ich glaube, den gibt es ja noch eine Zeit lang wahrscheinlich ja. Zum reduzierten Preis, wie das immer so ist. Ja. Genau. Also bis dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's tschüss. Gut, tschüss. Why do I end up like this? Waiting by the phone like you'll call me again. I've been down low ever since. And I don't know how long it's been. Days pass by like it's hours. Sweet memories turning sour. And yeah, I said that I'd forget all these memories in my head. But it's the only thing I have left. I keep my hopes up. One day you'll show up. Tell me that you love me again. I say I'm sorry, you'll come and hug me, but I know that it's all in my head. 'Cause you're gone, yeah, you're gone, you're gone, you're gone, and I was wrong, thinking you might come along. 'Cause you're gone, yeah, you're gone, you're gone, you're gone. Yeah. Now it's too